Aufwärtstrend, Abwärtstrend, das sind Wörter, die du immer wieder hörst und da musst du aber einmal wissen, was verbirgt sich dahinter. Wir gucken jetzt, wie bestimmt man einen Trend. Dafür nutzen wir die Dow-Theorie von Charles Dow und ich zeige dir, wie du sehr einfach definieren kannst und wie du das auch hinterher im praktischen Traden oder Investieren einsetzt. Los geht's! Mein Name ist Marc und jetzt wollen wir uns direkt mal anschauen, was ist überhaupt ein Trend, wie wird der Trend definiert. Ein Aufwärtstrend, damit fangen wir an, das ist eigentlich das Einfachste. Folgendermaßen definiert. Wir haben dieses Chartbild und da ist einfach wichtig, da hat Charles Dow definiert, dass ein Aufwärtstrend ist ein Trend, wo es höhere Tiefs und höhere Hochs gibt. Machst du ganz einfach. Du markierst dir hier diese Zwischentiefs und du markierst dir hier oben diese Zwischenhochs. Ganz simpel. Und jetzt zeichnest du eine Linie hier ein und siehst, dass diese Hochs hier oben aufsteigend sind, ja, weil der Pfeil von hoch zu hoch nach oben geht und auch hier unten von den Tiefs, auch da geht der Pfeil nach oben. Das ist die Definition eines Aufwärtstrends. Das gleiche hätten wir bei einem Abwärtstrend. Auch da sieht es typischerweise so aus. Und auch hier gehst du hin und markierst einfach diese Hochs. Und dann siehst du schon, dass bei diesen Hochs entsprechend die abwärts gerichtet sind. Und wir markieren wieder unsere Tiefs. Und auch hier sehen wir abwärts. Ja, das heißt, wir sprechen also da von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Und das ist genau die Trenddefinition, die für dich ganz wichtig ist, weil da auch andere Theorien drauf fußen, wie zum Beispiel eine Schulterkopf-Schulter-Formation oder auch Doppeltop oder eine V-Formation und dergleichen. Alles beruht auf dieser Trendlehre. Deswegen ist das so wichtig, dass man das versteht und dass man auch weiß, um was es hier geht. Wenn du einmal weißt, was ein Aufwärtstrend ist und was ein Abwärtstrend ist, dann ist es wichtig, dass man noch weiß, es gibt nicht nur einen Trend. Charles Dow spricht davon, dass es genau drei Trends gibt. Es gibt einen primären Trend. Kann man sagen, das ist quasi so, wenn wir das so anschauen, ist das so dieser Aufwärtstrend hier. Ja, das ist der primäre Trend, der übergeordnete Trend. Dann gibt es einen sekundären Trend. Das sind hier diese quasi diese Verschnaufspausen in dem primären Trend. Also immer wieder, dass es halt mal wieder Korrekturen gibt, wie man halt so schön sagt. Das ist der sekundäre Trend. Und dann gibt es noch einen tertiären Trend. Das heißt, du hast natürlich hier drin, also ich mache jetzt mal diese Abwärtsbewegung hier, die mache ich mal ein bisschen größer. Die Abwärtsbewegung könnte auch so sein. Das heißt also, auch in so einer kleinen Korrektur hat man noch hier zwischen, hat man noch entsprechend diese Zwischenbewegung, also diesen kurzfristigen Trend. Ja, und das ist also quasi primärer Trend, langfristige Aufwärtsbewegung. Der sekundäre Trend sind diese Korrekturen innerhalb des primären Trends. Und dann hier zwischen diese kleinen quasi Intraday zum Beispiel, dieses Marktrauschen auch nennt er das, das ist der tertiäre Trend. Und jetzt ist natürlich wichtig, wofür ist denn so eine Trendtheorie super wichtig? Praktischer Einsatz zeige ich dir jetzt. Interessant ist, dass wenn wir so einen Aufwärtstrend haben, dass du dann Folgendes weißt. In dem Moment, wenn sich der Trend fortsetzt und Charles Dow spricht davon, einfach auch von einer physikalischen Trägheit, dass sich also von deswegen Trends fortsetzen, einfach weil der Umschwung in einen anderen Trend ziemlich schwierig ist, da haben wir doch Folgendes, dass wenn wir wissen, dass hier zum Beispiel diese Tiefs, dass die typischerweise ansteigen in einem Aufwärtstrend, dann wissen wir, der Aufwärtstrend hier wird erst unterbrochen, wenn der Kurs hier unter diese Linie geht. Weil wir dann halt von hier, wenn wir quasi hier drunter gehen und hätten so ein Tief, dann wüssten wir hier, dass dieses Tief nicht mehr ansteigend ist, was unsere Definition von einem Aufwärtstrend ist. Und dann weißt du zum Beispiel, dass du in einem Aufwärtstrend, wenn du einsteigst, dass man da zum Beispiel eine Verlustbegrenzung unter diese Tiefs setzen kann. Einfach weil du weißt, der Aufwärtstrend ist intakt, solange der Kurs nicht hier drunter geht. Ja, und deswegen ist das so wichtig, dass man diese Trendtheorie bestimmt, weil du damit sehr gut Umkehrpunkte findest und auch halt weißt, wann sollst du eine Aktie verkaufen oder wann sollst du aus einem Trade
aussteigen oder nicht.